Wenn du bislang Probleme mit einem konstanten Ballkontakt hast, dann solltest du diese einfachen Schritte beachten. Als erstes, das Gewicht ist deutlich auf der linken Seite, 70-30. Punkt 2 ist, die Hände sind deutlich vor dem Ball, der Schaft und der Arm formt eine Linie. Jetzt holen wir aus, ohne die Handgelenke zu verwenden und das Gewicht bleibt auf der linken Seite. Punkt Nummer 3 ist, wir schwingen wieder zum Ball und das linke Bein streckt sich durch den Ball. Gewicht links, Hände vom Ball, wir drehen uns über das linke Bein auf und das linke Bein streckt sich zum Impact. Wenn ihr diese Sachen beachtet, werdet ihr einen knackigeren, besseren Ball schlagen.